Willkommen zurück hier bei Member Boost auf dem YouTube-Kanal und das heutige Thema heißt, wahrscheinlich bist du zu langweilig. Ja? Wir hören immer mal wieder von Interessenten oder auch Kunden, hey, bei mir kommt irgendwie nichts mehr bei rum. Ja? Ein bisschen fortgeschritteneres Video für diejenigen, die schon Werbeanzeigen schalten, jetzt insbesondere auf Facebook. Was meine ich mal damit, du bist zu langweilig? Das kann vieles heißen, ja, an der Stelle höchstwahrscheinlich, dass deine Werbeanzeigen zu langweilig sind. Ja? Dass entweder gibt viele Möglichkeiten, entweder die Leute kennen sie schon. Ja, das heißt, deine Werbeanzeige wurde schon von einigen Leuten gesehen und ja, für langweilig befunden, sie haben nicht geklickt oder sind irgendwie in dem ganzen Prozess nicht weitergekommen. Oder deine Bilder sind irgendwie zu langweilig. Ja. Beispiel, viele Leute verwenden ja, Stockfotos, die sie beispielsweise zur Verfügung gestellt bekommen haben, und die aber, naja, bis nach Wuppertal nach Stockfoto riechen. Ja? Mit anderen Worten, die sehen einfach nicht authentisch aus. Wenn ich jetzt beispielsweise, ihr seht es bei mir im Hintergrund, ja, das ist hier einfach ein Video bei Adam aus der CrossFit-Box. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, du siehst das Video und kannst dir einfach direkt vorstellen, wie sieht es hier drin aus. Ja? Versetzt euch mal in die Lage des Interessenten. Jemand, der euch noch nicht kennt, der möchte sich doch erstmal irgendwie ein Bild davon machen, wie es überhaupt bei dir aussieht. Ja, dass ich einfach mal schon demjenigen so ein bisschen die Vorahnung mitgebe, was das hier überhaupt ist, wie sieht es hier aus, hier stehen so ein paar Fahrräder rum, gibt ein paar Hantelstangen, was ich damit mache, weiß ich erstmal nicht, aber ich komme nicht in irgendeinen Raum rein und weiß gar nicht, um was es hier geht. Ja? Das heißt, statt irgendeinem gestellten Foto, was zwar schick ausgeleuchtet ist und total gestriegelt aussieht, ja, siegt auf Social Media einfach Authentizität. Mit anderen Worten, macht doch einfach mal, geht doch her und macht mit dem Smartphone, ja, das Video hier ist mit dem Smartphone gefilmt, macht einfach mal ein Bild bei euch aus dem Studio und zeigt mal die Leute, wie sie trainieren. Ja, egal ob EMS, CrossFit oder aus einem Fitnessstudio, macht einfach mal ein Bild davon, wie jemand bei euch trainiert, aus einer typischen Trainings- oder Trainersituation auch. Ja, Punkt 3 ist, ihr könnt auch einfach mal ein bisschen an der Anzeige selber feilen. Ja, schreibt mal einen anderen Text, nehmt mal eine andere Headline. Nehmt mal einen anderen Button. Ja, das könnt ihr ja alles auf Facebook so ein bisschen durcheinander mischen und austesten, was am besten funktioniert. Ja. Das Wichtigste ist aber im Grunde genommen das Bildmaterial. Ja. Klar, ihr wisst, wer Anzeigen schaltet, dann wisst ihr, dass ihr nicht nur Bilder nehmen könnt, sondern auch Bewegtbild. Ja, das heißt, ihr könnt auch ein Video machen. Was da einmal gut kommt, sind kurze Videos, kurze knackige Videos, die einfach zeigen, worum geht es, dass ich mir als jemand, der ich noch nicht kennt, als neuer Interessent, einfach mal vorstellen kann, wie schaut es da aus, was wird da gemacht, ja, so dass ich nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, versetzt sich einfach mal in die Lage von jemand, der ich noch gar nicht weiß, was ihr überhaupt anbietet, ja, dass ich dem so ein bisschen dieses, man sagt so, das Raten abnehme, ja, dass ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, um was es da geht, sondern zeigt einfach, wie es bei euch aussieht, zeigt euch, ja, euch als Trainer, als Inhaber, erzählt ein bisschen was drüber. Und dann werdet ihr deutlich bessere Ergebnisse kriegen, als wenn ihr immer nur die gleichen Anzeigen schaltet und hofft, dass sich irgendwas ändert. Ja? Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann geht jetzt auf memberboost.de, tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir rufen euch dann an, stellt euch ein paar Fragen, schauen, ob wir euch helfen können und erarbeiten dann am Ende des Tages mit euch einen individuellen Plan, wie das auch für euch umsetzbar ist. Bis dahin.